Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Modell und Bahn. Es geht ja wieder so langsam auf die Sommerzeit zu und das bedeutet ja für viele auch wieder Urlaubs- und Reisezeit. Reisezeit ist übrigens ein gutes Stichwort für mich. In den nächsten drei Sendungen möchten wir Sie auf eine Reise, wie kann es auch anders sein, mit der Eisenbahn mitnehmen. Es geht auf eine Tour nach Schweden. 5.800 Kilometer Rundtour mit der Eisenbahn. Abenteuer pur, kann ich Ihnen nur sagen, denn die Reise verlangte nicht nur uns als Kamerateam mit dem nostalgischen Reisezug so manches ab. Sehen Sie jetzt Teil 1, Skandinavien erleben mit der Rennsteigbahn von Ilmenau nach Östersund. Die Sommertour 2016 der Rennsteigbahn führte wieder nach Skandinavien. Es soll in diesem Jahr eine besondere Reise werden, eine Rundtour durch Schweden. Die Reise beginnt am frühen Morgen in Ilmenau mit dem traditionellen Gruppenbild der Mannschaft der Rennsteigbahn, die für den Erfolg dieser Reise steht. Erwartungsvoll steigen die Fahrgäste in den Sonderzug ein, der insgesamt am Ende der Reise 5.800 Kilometer zurückgelegt haben wird. In Erfurt wechselt die Zuglok. Die BR213 der Rennsteigbahn wird abgekoppelt und eine E-Lok der Baureihe 211, ehemals E11 der Deutschen Reichsbahn, wird den Nostalgie-Reisezug über Bitterfeld und Berlin bis nach Sassnitz ziehen. Der Sonderzug erreicht nach knapp 8 Stunden Fahrzeit den Fährhafen in Sassnitz. Er ist zusammengestellt aus 3 erste Klasse A-Wagen, 2 Speisewagen sowie ein Salon und ein Lagerwagen.
Bevor unser Zug auf das Schiff verladen wird, bleibt noch ein wenig Zeit, sich im Hafen umzuschauen. Für großes Interesse und traurigen Anblick zugleich sorgten die massenhaft abgestellten E-Loks der Baureihe 155 sowie etliche Nahverkehrspersonenwagen. Das Schicksal dieser Fahrzeuge wird wohl besiegelt sein. Die Strecke, die heute zurückgelegt wird, führt nach Ankunft in Trelleboy über Mjölby nach Östersund. Ein Zwischenstopp wird am Morgen in Mura eingelegt werden. Und jetzt geht es los, das Reiseabenteuer, die Rundtour durch Schweden. Unser Zug verschwindet im Bauch des Fährschiffes Sassnitz der Stena Line. Die vierstündige Überfahrt hält für die Urlauber der Rennsteigbahn eine kleine Überraschung parat. Wir dürfen die Kommandobrücke des Fährschiffes Sassnitz während der Überfahrt nach Schweden besichtigen. Der wachhabende Schiffsoffizier empfängt uns freundlich. Wir staunten nicht schlecht, der Offizier bedient das Schiff während der Überfahrt nahezu allein. Es beeindruckt die moderne Technik, mit der dieser Fährriese gesteuert wird. Moderne Computertechnik heißt das Zauberwort. Zahlreiche Bildschirme helfen, die Technik an Bord mit zu überwachen. Geduldig werden alle Fragen beantwortet. Wir verabschieden uns, denn die Küste ist in Sichtweite. Wir haben den Zielhafen im schwedischen Trelleboy erreicht. Die Fährüberfahrt ist übrigens die kürzeste Verbindung zwischen Deutschland und Schweden mit nur 60 Seemeilen Entfernung. Diese Fährlinie gibt es seit 1909 und ist bekannt unter dem Namen Königslinie. Im Hafen erwartet uns wieder der Rangiertraktor. Er wird den Zug auf das schwedische Festland und in den Fährbahnhof Trelleboy rangieren. Hier erwarten uns bereits die Freunde der Bergslagernas Järnvägsselskap mit den schwedischen Nostalgieschlafwagen inklusive der Zuglok eine MA403 Baujahr 1953. Dem Zug werden jetzt die schwedischen Schlafwagen beigestellt. Die Loks der Baureihe MA403 sind reine Güterzugloks, obwohl sie auch hin und wieder vor Personenzügen zum Einsatz kamen. Alle MAs wurden hauptsächlich vor den Erzzügen zwischen Grängesberg und Öxelsund eingesetzt. Pünktlich am Abend verlassen wir dann Trelleboy. Wir fahren in die Nacht und freuen uns auf den ersten Stopp in Mura. Bei herrlichstem Wetter erreichen wir am Morgen Mura. Die Stadt liegt am nördlichen Ende des Siljansees, den wir gerade über eine Stahlträgerbrücke überqueren. Mura ist Endstation der Dalabanan, einer Bahnstrecke von Stockholm über Uppsala, und ist auch der südliche Endpunkt der Inlandsbanan, die von hier aus nach Norden in Richtung Östersund und Gällivare verläuft. Unser Zug wird zur Weiterreise umrangiert. Unsere MA403 sehen wir erst ab Gällivare wieder. Als Zuglok bekommen wir ab hier eine Diesellok
eine Nohab TMZ 109. Wir nutzen aber jetzt die freie Zeit zu einer kleinen Stadterkundung. Der Weg zur Stadt führt am Siljansee vorbei. Direkt am See ist eine Dampflok als Denkmalslok aufgestellt. Es ist eine B1282 der SJ. Sie erinnert an bessere Zeiten, wo noch Dampfloks auf der Inlandsbahn unterwegs waren. Die Stadt Mura befindet sich in der Provinz Dalarna am Nordende des besagten Siljansee. Es ist der siebtgrößte See Schwedens. Der Siljansee ist 290 Quadratkilometer groß und bis zu 134 Meter tief. Entstanden ist er vor rund 370 Millionen Jahren, als ein Asteroid an dieser Stelle einschlug. Der Ortsname selbst stammt vom altschwedischen Wort Mur ab, was in etwa Wald auf feuchtem Untergrund bedeutet. Mura strahlt den Charme einer schwedischen Gemeinde aus, wie man es aus Reiseberichten kennt. Hier kann man die alten typischen Holzhäuser verschiedener Bauepochen bewundern, die im traditionellen Schwedenrot leuchten. Mura ist auch Zielort des jährlich stattfindenden Wasalaufes. Der Wasalauf ist einer der größten Skilanglaufveranstaltungen der Welt. Der Hauptlauf wird jedes Jahr am ersten Wochenende im März zwischen den Orten Selen und Mura auf den Vasaloppsleden über 90 Kilometer in klassischer Technik ausgetragen. Das Rennen wird seit 1922 veranstaltet. Der Vasalauf war eine Idee des Zeitungsredakteurs Anders Persch. Damit wollte er an die historische Flucht von Gustav I. Vasa auf Skiern vor den Soldaten des dänischen Königs Christian II. Im Jahre 1521 erinnern. Am Mittag setzt sich unser Zug wieder in Bewegung zum Reiseendpunkt des Tages, Östersund. Gezogen werden wir von der Diesellok TMZ 109 und wir fahren ab jetzt auf der historischen Route der Inlandsbahn. Die Inlandsbahn gilt als eine der schönsten Eisenbahnstrecken Europas. Das wird eine Herausforderung für das Filmteam, aber auch der Reisenden an Bord des Sonderzuges. Eine Fotosafari durch wildromantische, wasserreiche Seen und Berglandschaften. Kurz vor Svee überquert der Sonderzug den Fluss Ljusnan auf der Mankellbron, so wird die Brücke genannt, um kurz darauf den kleinen, aber feinen Bahnhof von Svee zu erreichen.
Wer jetzt Mankell herausgehört hat und das mit dem bekannten Krimi-Schriftsteller Henning Mankell in Verbindung bringt, liegt völlig richtig. Mankell ist in Sway aufgewachsen. Zu Ehren Mankells erhielt die Brücke im Jahr 2006 den Namen Mankell-Bron. In Sway gibt es auch Gelegenheit, den kompletten Zug in einer Scheinanfahrt abzulichten. Es beeindruckt die Länge des Zuges und der Sound unserer Zuglok. Die TMZ 109 ist eine Nohab Diesellok. Gebaut wurden sie zwischen 1967 und 1977 und haben eine Leistung von 2426 kW und waren bis zu 143 km/h schnell. Aus dem Salonwagen klingen Klänge, die an ein Stadion erinnern. Richtig, es ist ja auch Fußball-WM-Zeit. Man hat die Qual der Wahl. Landschaft oder Fußball. Eine große Runde Fußballbegeisterter hat sich für Fußball entschieden, dieses Spektakel im Zug live zu verfolgen. Mit Abpfiff des Spiels kommen wir in Östersund an. Nach dem Einchecken im Hotel brechen wir zu einer kleinen Stadterkundung auf. Die Stadt Östersund liegt in der schwedischen Provinz Jämtland. Sie hat ca. 45.000 Einwohner und ist die letzte große Stadt auf dem Weg Richtung Norden. Östersund liegt am Storsjönsee, der zum Verweilen einlädt. Und das nicht nur im Sommer, denn diese Badeanstalt ist nichts für Weicheier. Das Stadtzentrum bietet alles, was man von einer Stadt erwartet, wie Bars, Kneipen, Restaurants, Einkaufszentren und Geschäfte.
Am Rande der Stadt finden Sie die üblichen Wohn- und Industriegebiete. Österschund wurde rasterförmig angelegt. Die Straßen in Nord-Süd-Richtung und die Gassen in Ost-West-Richtung. Die genannten Gassen haben teilweise eine beachtliche Neigung und werden oft als Fenster nach Westen bezeichnet. Viele der alten Häuser sind in ihrer Bauweise dem starken Gefälle angepasst. Der zentrale Platz Österschunds ist das Stortorget. Der Platz liegt mitten im Zentrum und von hier aus erreicht man auch alle vier Wohnviertel. Nach dem Pflasterlatschen sind auch wir geschafft und sind gespannt auf den neuen Tag. Und der verspricht laut Reiseprogramm viel Abwechslung und wird ein Foto- und Filmleckerbissen werden. Na, liebe Zuschauer, was macht doch Lust auf mehr? Teil 2 gibt es in der nächsten Sendung. Da werden wir auch von einer nostalgischen Dampflok ein Stück des Weges gezogen werden. Seien Sie also gespannt. Übrigens, die Kulisse, die Sie hier hinter mir sehen, ist das Loks am Berliner Alexanderplatz im Kaufhaus Alexa. Diese Eisenbahnausstellung wird auch Gegenstand unserer nächsten Sendung sein. Leider eine nicht ganz erfreuliche für die Modellbahnfans. Dazu aber in der nächsten Sendung im Juni ausführlicher. So, liebe Freunde. Und nun, unsere Sendezeit ist leider auch wieder um. Aber keine Angst, uns gibt es wieder in 4 Wochen auf gleichem Kanal und Welle. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Frank Buttig.